Hallo, herzlich willkommen zu unserem nächsten Punkt hier im Bash. Gemeinsam mit Tunda werden wir jetzt im Zusammenhang zwischen freier Software und freiem Saatgut sprechen. Vielleicht wollt ihr eure Diskussion einfach noch draußen fortsetzen. Sage ich gleich nochmal. Tunda wird 20 Minuten sprechen und wir werden keine Zeit für Fragen haben. Auf Wunsch von Tunda, du kannst dich ja selber nochmal vorstellen. Viel Freude. Ja, Dankeschön. Und ja, also auch von meiner Seite her, willkommen zu meinem Vortrag, was freie Software und freies Saatgut gemeinsam haben. Ein paar Worte zu mir. Ich bin Tunda. Ich bin Mitglied des Commons-Instituts und Unterstützer der FSFE. Ich bin stark in meiner Arbeit beeinflusst durch Silke Helfrich und der Idee der Commons und von Marsha McLuhan. Und wenn ich von frei spreche, dann stelle ich von Freisprecher statt von Open Source, dann möchte ich damit den Begriff der Freiheit in den Vordergrund stellen. Ich werde durch die ersten Folien sehr schnell gehen, um dann hinten raus etwas mehr auf die Folien eingehen. Was ist überhaupt Saatgut? Als Saatgut bezeichnet man trockene, runde, generative Fortpflanzungsorgane, wie Samen, Früchte, die die vollständige Keimanlage in sich tragen. Knollen und Zwiebeln, Stecklinge sind Pflanzgut und kein Saatgut. Was ist das Problem mit unfreien und proprietärem Saatgut? Das ist zum einen die Konzentration auf wenige Sorten. Das ist des Weiteren geistige Eigentumsrechte. Und ein drittes Problem stellt die Monopolisierung dar. Und dazu gibt es natürlich das Problem, was man unter Ackergiften und Agrarchemie versteht. Da möchte ich aber nicht tiefer drauf eingehen. Was ist überhaupt Software? Software sind oftmals eine Folge von Anweisungen, wo Computer Probleme lösen. Und wir hier heute sprechen von digitalen Systemen und von digitalen Rechnern. Und wir sprechen von Quelltext und Quellcode, Source Code. Und was zum Digitalen dazugehört, die Kopierbarkeit oder Reversibilität sind meiner Meinung nach Wesenskern vom Digitalen. Was ist das Problem mit unfreier Software? Zum einen Hardwareabhängigkeiten. Dann gibt es eine ganze Menge künstliche Beschränkungen. Was ich auch sagen möchte, sind, dass proprietäre Software oft antidemokratisch sind. Und als viertes kann man davon ausgehen, dass proprietäre Software, unfreie Software technisch eher unsicherer anzunehmen sind. Teil 2. Die nullte Gemeinsamkeit
zwischen freier Software und freiem Saatgut habe ich genannt, Lizenzierung als juristischer Kniff. Wenn ihr beide Tabellen miteinander vergleicht, wird euch auffallen, dass es da ziemlich Überschneidungen gibt. Diese Open-Source-Saatgut-Lizenz ähnelt der freien Software-Definition ziemlich gleich, weil sich die Leute, die das entwickelt haben, die Open-Source-Saatgut-Lizenz, an der GPL und an der freien Software ein Vorbild genommen haben. Die erste Gemeinsamkeit von freier Software und freiem Saatgut ist das sogenannte, oder wie ich es nenne, Commoners Law. Das bedeutet, dass die Betroffenen, die von dem Objekt betroffen sind, damit zu tun haben, sich ihre eigenen Regeln geben. Die zweite Gemeinsamkeit ist, dass die Nutzung von Saatgut als Gemeingut an Bedingungen geknüpft ist, ähnlich wie die Nutzung von freier Software an Bedingungen geknüpft ist, kann man eben auch freies Saatgut oder Open Source lizenziertes Saatgut auch nur dann korrekt benutzen, wenn man eben die Bedingungen einhält. Eine dritte Gemeinsamkeit zwischen freier Software und freiem Saatgut ist das Copyleft. Es ist auch eine Art Legal Hack, ein Aufsetzen auf bestehende Rechtsstrukturen. Das Copyleft hat meiner Meinung nach den Vorteil, dass es vor Räuber schützt. Und die Open Source Saatgut-Lizenz ist unter einer Copyleft-Lizenz und was ich persönlich sehr begrüße. Die vierte Gemeinsamkeit von freier Software und freiem Saatgut ist zum einen die Kopierbarkeit der Quelle des Source Codes des Samens und die Reversibilität, also sprich die Veränderbarkeit von dem, was man Software nennt oder Saatgut. Ich habe da ein paar Bugfixe, Züchtung, Updates und Forks als Stichworte dazu genannt. Eine fünfte Gemeinsamkeit von freier Software und freiem Saatgut. Bei beidem handelt es sich um Commons. Was sind Commons? Ich nehme mal die untere Definition. Commons sind lebendige soziale Strukturen, in denen Menschen ihre gemeinsamen Probleme in selbstorganisierter Art und Weise angehen. Also Commons zeichnen sich dadurch aus, dass die eine soziale Praxis sind. Auf den Folien könnt ihr noch nachlesen, was Commons nicht sind, beziehungsweise es lohnt sich, einmal genauer in den Begriff rund um Commons Gemeingüter einzusteigen und das genauer zu definieren.
langfristige Commons zu gewährleisten, hat sich Elinor Ostrom etwa 30 Jahre lang Commons weltweit angeschaut und hat aus ihrer Forschungsarbeit 7 Designprinzipien herausgefunden, die bei langfristigen Commons gelten. Das sind erstens Grenzen. Es existieren klare und lokal akzeptierte Grenzen zwischen legitimen Nutzern und nicht Nutzungsberechtigten. Zweitens Kongruenz. Die Regeln für Aneignung und Reproduktion einer Ressource entsprechen den örtlichen und kulturellen Bedingungen. Das heißt, die Aneignung von Commons oder die Gestaltung von Commons, von Saatgut, von Software kann in Lateinamerika, in Asien, in Europa ganz anders vonstatten gehen als in Mitteleuropa oder in Nordamerika. Drittens, gemeinschaftliche Entscheidungen. Viertens, Monitoring der Nutzer und der Ressourcen. Das heißt, man muss darauf achten oder immer ein Auge drauf haben, was mit dem Objekt, das man unter sich hat, gerade passiert und nicht irgendwie sagen, es läuft schon, sondern man muss es immer wieder neu betrachten. Fünftens, es müssen abgestufte Sanktionen existieren. Quasi, es muss Strafen geben bei Fehlverhalten oder bei ja, genau. Sechstens, Konfliktlösungsmechanismen. Und siebtens, das wird oft vergessen, es muss ein Mindestmaß an staatlicher Anerkennung des Commons geben. Ansonsten kommt die Polizei mit Bulldozern und räumt dich einfach weg. Also das heißt, ein Mindestmaß an Wohlwollen von staatlicher Seite oder muss es geben. Die Nummer 8 habe ich nur noch vollständigkeitshalber dazu geschrieben, gilt für sehr, sehr große Commons. Genau. Hier sind noch ein paar Beispiele. LibreOffice als freie Software, OpenStreetMap, den App Store, App Store. Auf der anderen Seite, was sehr interessant ist, Convento C ist ein Weizen, der unter einer Open Source Lizenz steht und wo man tatsächlich gerade in Berlin auch seine Brötchen von kaufen kann. Also, und unten rechts, die Sanviva war die erste Pflanze in Deutschland unter einer Open Source Lizenz. So. Hier eine Zusammenfassung nochmal. Wir hatten, was ist Saatgut? Wir hatten, was ist Software? Ich hatte 5 Gemeinsamkeiten von freier Software und freiem Saatgut genannt. Und die 7 Designprinzipien für langfristige Commons, was hilft, um
dass halt das Saatgut möglichst langfristig frei bleibt. Ja. Das war auch mein Kurzvortrag soweit. Diese Folien die gibt es auf meiner Webseite zum Runterladen. Und die Kontakte stehen da. Fragen wird heute entweder draußen geben oder am Stand der FSFI. Da werde ich noch sein. Und ansonsten schaut euch gerne auf den Webseiten um für weiterführende Informationen. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und würde zurück an Nina geben. Ja, aber ich glaube, Nina sagt, Platz für eine Frage ist noch, dann machen wir das. Check, check. Ja, super. Gibt es eine Frage? Wir müssen dir das Mikro stellen, damit die auch im Stream gehört werden kann. Das war jetzt auch sehr umfassend in 20 Minuten. Vielleicht seid ihr noch ein bisschen von der Info sozusagen am Verarbeiten. Okay. Jo. Dann ist das auch okay. Wie gesagt, wenn euch noch Fragen einfallen, ich bin noch den ganzen Tag drüben im Mathegebäude zu finden, beim Stand der FSFI. Kommt vorbei mit euren Fragen. Also danke nochmal an euch. Danke an Nina. Jo. Ja, und danke an die Technik. Das vergessen wir die ganze Zeit, obwohl wir mit Technikkonferenz sind. Cool, gut, danke fürs Kommen. Schönen Nachmittag noch.